Hallo meine Lieben, heute gibt es die Brigitte Box, die werde ich mit euch zusammen auspacken. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich das nie erwarten kann, diese Box auszupacken. Ja, es ist immer echt ein Erlebnis, alle 2 Monate. Und schön finde ich auch, dass da immer noch so Zeitschriften drin sind. Und noch eine Zeitschrift ist da drin. Und auch so jede Menge kleine Prospekte und auch so ganz viele Gutscheine und so weiter. Ja, wir machen jetzt mal auf. Aus Versehen. Mit einem Schleifchen, mit einem Siegel, so verklebt und jetzt machen wir die auf. Erstmal von Eucerin. Effektiv gegen Pigmentflecken. Aha. Sichtbare Milderung von Pigmentflecken. Even bright, even brighter. Jawohl. Dann wird man ein bisschen frischer. Ja, und einmal einen Tee. Simply Chai Spicy Vegan, alles hier auf Englisch. Aufmachen. Ne, ich kann noch nichts riechen. Ich mache das jetzt noch nicht ganz auf, oder? Darf ich das jetzt mal aufmachen? Ja, ich bekomme das nochmal auf. Nee, ich habe keinen Bock drauf. Lass das jetzt mal zu. Kann man ja auch schön verschenken, einpacken. Ne? Dann eine Probe vom neuen Lacoste Duft. Okay, komm, wir riechen mal dran. Oh Gott. Oh mein Gott, das riecht wie so ein geschmolzenes Huba-Buba. Es ist mir ein bisschen zu süß. Ich mag ja eher so diese damenhaften Düfte, ja. Hier ist das schon runtergefallen. Das ist mir doch ein bisschen zu girly. Das kriegt dann meine kleine Schwester. Ein Umschlag. Und die schönsten Momente halten ewig. Oh, was ist das denn? From Paris with Love. Okay. Ach so, das sind so 2 Polaroids. Gib deine Träume niemals auf, dreh dich um und schlaf weiter. Okay. Einmal so ein Spruch. Mit dem Code so und so kriegst du 10%. Ach so, du kannst dir hier so Polaroids ausdrucken lassen. Ah, okay. Und was war das denn jetzt hier? Ein Magnet. Bestimmt für den Kühlschrank irgendwas. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen Spielerei, aber nett verpackt. Tiroler Nussöl, das ist etwas, das hätte man jetzt vielleicht mal 2 Monate vorher schicken können, um die Haut schön zu bräunen. Das ist ja so ein Uraltöl, das kennen ja auch die Leute, die auch schon 60 Jahre alt sind irgendwie. Das ist ja wohl das Öl, um sich braun zu machen. Ne? Ja, jetzt ist natürlich Mitte, Ende Oktober und mit Lichtschutzfaktor 30, da kann man nicht viel anfangen. Ja, irgendwie finde ich bis jetzt noch nicht so spannend, diese Brigitte Box diesen Monat, muss ich ja gestehen. Sonst ist sie immer viel, viel cooler. Ein Duschgel. Passend zum Duft. Ich hoffe nicht, weil dann ist mir das wieder zu süß. Nee. Das ist sogar, oh, das riecht sogar richtig gut. Ein bisschen herber, ein bisschen namhafter. Okay, das werde ich behalten. Was haben wir denn da? Von Nuscha Private Hair Care Soaping Lift Foam. Ach so, das ist hier, das sprüht man in die Ansätze. Das ist ein ganz normales Schaumfestiger. Das werde ich mal ausprobieren, weil ich habe keinen. Ich benutze irgendwie so gut wie fast gar keinen Haarspray. Und auch wenn ich mir hier sogar so Locken eindrehe und so weiter, das mache ich mit dem Lockenstab und das hält. Also ich haue mir da nichts rein. Ne? Aber so zwischendurch mal so ein bisschen Schaumfestiger, jetzt wenn das Wetter so ein bisschen matschiger ist oder demnächst sind wir bei der Hochzeit. Da kann ich mir das ja reinklatschen. Aber vorher immer ausprobieren. Nachher stehst du auf der Hochzeit und du hast klatschige Haare. Ne? Geht ja nicht. Ah, ein Gel-Eyeliner. Cool. Eyeliner freue ich mich immer sehr drüber. In den letzten Beautyboxen waren auch Mascaras drin. So ein Wimpernserum war drin. Lippenstifte waren drin. Sachen zur Reinigung, Ausreinigung der Haut. Da waren immer echt ganz coole Sachen drin. Und den schaue ich mir jetzt nochmal an. Ach, der ist ja noch eingeschweißt und verpackt. Okay, kann man sogar noch aufdrehen. Das ist sehr schön. Und last but not least, sehr cool, von Rituals Under a Fig Tree, unter dem Feigenbaum. Ich kenne diese Duftnote. Ich bin ein ganz großer Fan von Rituals, von den ganzen Raumdüften. Die haben auch eine ganz tolle Kosmetikserie, die haben auch ganz tolle Handcremes. Und bei mir in der Bude findet man auch immer vorne und hinten immer so jeweils so eine Flasche mit, ich glaube, Indien. Oder Summer Spring, oder wie heißt das? Indian Spring, oder irgendwie sowas.
Und die habe ich mir auch letztens angeschaut und die fand ich auch cool. Und jetzt ist die sogar hier drin als Mini-Home-Fragrance. So sieht das aus. Man dreht das auf. Und jetzt kommen dann diese Holzsticks da rein. Das sind, glaube ich, so Bambussticks. Und ein Trick von der Verkäuferin war, erst einmal reintunken, damit sich der Duft schneller entfaltet. Einmal drehen. Dann vorsichtig rauslösen, das Öl abtropfen lassen, umdrehen und dann die andere Seite rein. Achso, jetzt habe ich das hier vergessen. Ja, guck mal, das muss hier doch drauf. So. Und das sieht sogar total schick aus. Das kommt jetzt in mein Gästebad. Schön, schön, schön. Ganz frisch. Ich liebe die Düfte von Rituals. Ja, das war jetzt im Grunde meine Brigitte-Box. Diesen Monat nicht ganz so spannend, aber die letzten waren echt super cool. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste in 2 Monaten. Und was ich auch mal ganz toll finde, ist, ich benutze nicht immer alles davon. Und wenn schon mal jemand Geburtstag hat oder so, dann nehme ich einfach diese Kiste, packe ein paar Produkte rein. Das sind immer Produkte im Wert von 100 Euro und ja, dann freut sich der Beschenkte immer, weil das kommt immer echt super gut an. Das sind alles Markenprodukte und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch und ich werde euch die Brigitte-Box unten verlinken in die Infobox. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss, bye bye.